So, da wären wir wieder. Ja, sorry wegen der Kleinen. Aber die erschreckt mich halt ganz gerne. So, Roboter bauen. Da, mehr Roboter. Und wir hatten ganz viele Eisenplatten im Inventar. Die sollten wohin? Und was zur Hölle? Das ist endgeil mit den Robotern. Also, es ist vielleicht nicht so effektiv wie mit Fließbändern. Wobei das hier jetzt schon fast so schnell wäre, ist wie ein Liefband. Aber sieht einfach irre geil aus. So, Eisenplatten. Hier, kriegst mal Eisenplatten. So. Grüne Tränke sind gut, rote Tränke sind gut. Blaue Tränke war ich dabei. Aber irgendwie klappt das hier nicht so ganz. Geh mal hoch. Wo ist hier der Haken? Du hast ganz viele normalen Armbänder. Du hast normale. Du hast Eisenplatten, du hast grüne Chips. Was mit den blauen? Ernsthaft, was mit den blauen? Da kommen keine grünen Chips an. Das ist ein Problem. Aber genau so war es ja auch gewollt. Zuerst sollen die hier ihre Chips bekommen, damit sie die blauen verarbeiten können und erst danach sollen blaue hergestellt werden. So, wo hapert es jetzt bei dir? Oh, hier ist ein Fehler. Der da versucht gerade. Oh, das ist nicht gut. Der da versucht gerade ein komisches, helles Greifärmchen da reinzulegen. Das darfst du nicht. Das hättest du eigentlich auch gar nicht machen müssen. Ja, sehr komisch. Also ja, das war definitiv ein Fehler vorher. Den hätten wir jetzt schon mal behoben. Die anderen Greifarme sehen soweit okay aus. Die warten hier, dass was fertig gemacht wird. Der wartet auf Chips. Warten alle auf Chips. Habe ich neue Roboter? Ja, ich habe vier neue Roboter. Vier neue Roboter, sofort da rein. So, helft bei dem Chiptransport. So, fehlt dir irgendetwas? Nö. Warum hatten wir hier die. Ach so, die Kabel waren hier geplant, okay. Das Aufladen, sieht man, wird schon häufiger genutzt. Wesentlich häufiger. Ach du Kacke. Ja, weil die Roboter halt gerade primär hier in Betrieb sind, werden sie hier sich auch aufladen. Das heißt, wir müssen an taktisch günstigen Positionen mehr Roboports bauen. Keine Akkus. Roboports, da. 45 rote Chips. Und Stahlplatten und was weiß ich. Also es ist übel. Oh mein Gott. Ich gehe runter, hole nochmal eine Spielerinventarladung voll Eisenplatten. So. Und schmeiß sie bei der Stahlverarbeitung rein. Hier. Hälfte hier. Andere Hälfte da. Und ein paar mehr schnelle Fließbänder hier. Geht ja mal gar nicht, dass das noch voll lahmarschig läuft. Weg mit die. Oh, kein schnelles Fließband. So. So, da oben noch eine Ecke. Genau, da läuft es auch gleich viel besser. Also Stahl, 45 Stück bräuchte ich. Das haut hin. Wenn er gerade nichts macht im Spielinventar, stell bitte Mauern her. Und 45 rote Chips und Zahnräder. Zahnräder, haben wir ein paar. Ich nehme mal alle Zahnräder mit und guck mal, wo wir noch Zahnräder brauchten. Und tu das da rein. Das Ding ist schon voll. Okay. Das Ding ist noch nicht voll. Sehr gut. Und 45 rote Chips. Rote Chips könnten ein Problem sein. Wobei jetzt, wo die Roboter das machen, kriegen die ja eigentlich einen durchgehenden Zulauf. Da unten fehlt was. Was fehlt da unten? Achso, da unten fehlt das Kupferkabel, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen, da wir eine direkte Zulieferung haben. So, 51. Reicht für ein Roboport. Übel, übel. Plastik.
Achso, dich stellen wir mal runter auf 10. Und dich stellen wir mal runter auf 10. Roboport, wo bist du da? Die haben auch keine Mitte. Die Roboports sind doof. Ich hätte gerne größere oder kleinere Roboports. Setzen wir dich mal einfach dahin. So. Jetzt haben wir hier noch mehr Abdeckung. Und wir haben vor allem auch das da mit drin. Aber Moment mal, wenn wir den Roboport... Ich setze mal ganz kurz weg. Ach so, die hat eine Abdeckung durch den. Ja, okay. Roboport, wo bist du? Da. Setzen wir dich mal taktisch auch einigermaßen günstig. Weg, 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 weg. Da so hin. Eigentlich müssten wir ihn hier irgendwo hinsetzen. Ja, da. Kein Strom. Das lässt sich ändern. Muster erweitern. Kupferplatten. Ernsthaft? Ich hatte mal erforscht, glaube ich, dass die Roboter in unser Spieleinventar Sachen legen. Wenn nicht, sollten wir das bald mal machen und gucken, wie das funktioniert. Denn ich hätte gerne immer 100 Kupferplatten mindestens, 100 Eisenplatten mindestens, 100 Zahnräder mindestens und so weiter und so weiter. Da habe ich eine ganze Liste von Dingen, die ich gerne durchgehend dabei hätte, falls mir irgendeine Kleinigkeit gebaut werden muss. Stahl. 100 Stahl wäre auch ganz schön. Du, da. So. Logistik-Robotergeschwindigkeit 2. Da, Charakter-Logistik-Slots. Braucht nicht mal blaue Tränke. Erforschen. Wo auch immer ich das einstelle. Wahrscheinlich in der Power-Armor, die wir noch nicht haben. Und ich wollte eigentlich, obwohl ich das schon wieder vergessen habe, auf Militär gehen. Denn wir haben da ja ein dezentes Problem mit Aliens. Ne? Aber was? So, bist du noch gut abgedeckt? Ja, da müsste auch noch einer hin. Aber die Ressourcen sind mir gerade zu teuer. Irgendwas hier zu beschleunigen macht keinen Sinn. Grüne Chips sind, glaube ich, schon beschleunigt. Ja. Die Effektivitätschips. Weniger Energieverbrauch. Das klingt schon mal ganz nett. Produktivität klingt aber eigentlich besser. Denn produzieren nämlich ab und an mal extra Chips. Bräuchten wir nur grüne Chips für. Wow. Gehen ganz schön schnell weg. Oh, ich sehe ein Problem. Warum kommt kein Kupfer mehr an? Weil kein Kupfer mehr ankommt. Dreh dich mal ganz kurz. Damit die das darauf legen, damit die das darauf legen, damit es wegkommt. Also ja, das hält eine Weile. Aber wo ist unser Kupfer hin? Das haben wir doch ganz ausgetüftelt. Ah, es wird alles einsortiert. Weg. Weg. Kupfer da rein. Ja, das Kupfer kann sich jetzt schön wieder da oben stauen. Dann ist alles gut. Und wir haben jede Menge Eisenplatten. Die Eisenplatten können wir hier reinschmeißen. Und Blaut. Wir haben keine roten Tränke. Zahnräder. Ich hätte gerne Kisten. Und zwar hätte ich gerne Requester-Kisten. Und Stahl. Ja. Den hätte ich nämlich noch ganz gerne. Warum kann ich keine Provider-Kisten bauen? Chips. Okay, erst Requester-Kisten. Kisten? Die da. Du da, du da. Requester. Du requestest bitte Zahnräder. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das wird recht viele Roboter binden. Und die Zahnräder. Da. Ein Zahnrad hättest du gerne. Und du hättest... Du hättest gerne einen Kupfer.
Kupfer. Ein. Du hast dezent mehr als eine Kupferplatte gerade. Das ist nur für später, falls mal ein Ausfall kommen sollte. Und das werde ich jetzt von Hand füllen, weil ich will nicht, dass die Roboter sich damit abplagen. Das ist echt nur dafür da, dass wirklich, wenn nochmal so ein Notfall kommt wie jetzt, dass gar keine roten Tränke produziert werden, dass dann irgendein Roboter merkt, hey, in die Kiste, da soll doch eigentlich ein Zahnrad und da legt er eins rein. Dann flucht er, weil das Zahnrad rausgenommen wird und fliegt wieder los und tut wieder eins rein. Und dann behebt sich so nach und nach der Notstand. Das heißt, ich nehme jetzt ein Inventar voll Zahnräder. Oh. Ich nehme jetzt eine Handvoll Zahnrädern. Schmeiß die da auch noch rein. So, hast du schon rote Fließbänder? Ja, hast du. Hast du schon schneller Ärmchen? Ja, hast du. Okay. Alles gut soweit. Mehr grüne Chips. Das ist Hammer, wie schnell die verbraucht werden. Wir bräuchten noch mehr grüne Chipfabriken und wir haben schon vier. Und die arbeiten nicht mal durchgehend. Okay, das ist ein Problem. Woran liegt's? Kupferkabel kommen nicht da hinten an. Na, ein paar kommen da hinten an, aber nicht genug. Es muss mehr Kupfer hier auf das Band. Es muss mehr Kupfer hier hinten auf das Band. Es muss mehr Kupfer hier auf das Band. Wir brauchen mehr Ärmchen. Kupferkabel. Okay. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Du. Kupferkabel. Es soll kein Kupferkabel hier dran vorbeikommen. Sieht trotzdem nicht wirklich schneller aus. Ihr müsst schneller arbeiten. Du arbeitest bitte schneller. Und das hier wird auch nicht reichen. Das heißt, wozu genau ist das hier? Du leg das einfach direkt drauf. Wir brauchen mehr Kupferplatten. Kupferplatten. Hier. Wir brauchen mehr Ärmchen, die Kupferplatten auf das Fließband tun. Vor allem ist das alles hier Schwachsinn. Ups. Das ist kein Schwachsinn. Das kann ruhig weiterlaufen. Aber hier, die Kupferplatten können ruhig einfach auf dem Fließband bleiben. Die müssen ja nicht erstmal auf das eine Fließband gelegt werden, dann nur um das andere Fließband draufgelegt zu werden. Also, ja. So. Und das hier ist schon. Das muss schneller sein. Da brauchen wir rote Fließbänder. Es fehlen Zahnräder. Nicht ernsthaft. Oh ja, das Fließband muss schneller sein, damit die Sachen schneller abtransportiert werden, damit die schneller nachlegen können. Das muss optimiert werden. Hm. Hier ist okay. Alt. Gib mir Zahnräder, verdammt. Mehr rote Fließbänder. Ding, 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 ding. So. Abtransport muss schneller gehen. Hinten. Darf sie das irgendwo stauen? Nö. Das heißt, die kompletten Fließbänder allesamt bis hier oben müssen rot werden. Sonst macht es keinen Sinn, dann staut sich nämlich auf den gelben. Das heißt, ihr braucht eine Menge Zahnräder. Das heißt, ihr hier kriegt Speed-Module und ihr braucht mehr Eisen. Wo ist das Problem beim Eisen? Kommt nicht genug an. Ah, okay. Charakter-Logistik-Slots. Könnten wir jetzt noch mehr erhöhen? Ich muss erstmal rausfinden, wie das funktioniert, bevor ich da irgendwas erhöhen will. Oh. Logistik-Roboter-Geschwindigkeit braucht 150 von Lila trinken. Das, nein. Dafür müssen wir jetzt töten. Military 4. Piercing-Shotgun-Shells. Ich hätte gerne irgendwelche neuen Waffen. Power Armor. Power Armor klingt sehr gut. Bau mir bitte eine
Neue Waffen klingt eigentlich besser, aber ich sehe nie so neue Waffen. Wir haben eine Combat Shotgun. Haben wir die schon gebaut? Combat Shotgun. Ich sehe sie nicht. Forschung. Piercing Shotgun Shells. Das klingt gut. Also die Standard-Schrotflinte war doof, aber eine Combat Shotgun klingt gefährlich. Aber 150, so viele Artefakte haben wir gar nicht. Bullet Shooting Speed. Shotgun Shooting Speed. Laser. Laser ist gut genug, das brauchen wir nicht. Gun Turret. Nö, ich nehme jetzt mal die Power-Rüstung. Research. So, dann suche ich die Combat Shotgun raus. 10 Kupfer, 5 Dinger da. Kupfer, nehmen wir uns hier vom Fließband. So. Combat Shotgun, eine. Und wir brauchen dann noch Munition, die brauchen Eisenplatten.